Was meinst du damit, dass du nichts damit zu tun hast? Du hast es, April, ob du es willst oder nicht. Ich verstehe, dass du verärgert bist. Aber dies ist nicht mein Kampf. Das weiß ich jetzt. Oh, weil dieser Guardian dir das erzählt hat, nicht wahr? Weiß er etwa alles? Vielleicht nicht. Aber er sagte mir, dass meine Rolle in dieser Sache vorüber ist. Ich bin frei. Moment mal, du gehst jetzt einfach? Du hast nicht vor, mir zu helfen? Was soll ich dann tun? Dir wird schon etwas einfallen. Da bin ich sicher. Ich weiß, dass ich... Fein, ja. Gott hat dir verboten, noch einmal ein Risiko einzugehen. Hast du dir jemals überlegt, dass der Grund dafür, dass du diese Welt bereits einmal retten konntest, darin liegt, dass andere dir halfen? Natürlich haben mir andere geholfen, ja. Und jetzt leiden sie dafür. Es gibt keine Gerechtigkeit im Universum. Egal wie viel du gibst, es gibt keine Garantien, dass du jemals etwas zurückerhalten wirst. Das ist kein Grund aufzugeben. Man nennt es Vertrauen haben, April. Du solltest es vielleicht ausprobieren. Das ist... Sieh mal, Zoe. Ich habe dir alles gesagt, was ich weiß. Ich half dir, so gut ich konnte. Jetzt musst du allein weitermachen. Ich muss mich um andere kümmern. Fein. Wenn ich das allein schaffen muss, dann tue ich es. Ich wünsche dir ein schönes Leben, April, was zum Henker ist los mit dir? Crow. Oh, nenn mich nicht Crow. Du lässt dieses arme Mädchen hier hinausspazieren? Sie brauchte deine Hilfe. Nein, Crow, braucht sie nicht. Ich habe mit dem Guardian gesprochen und... Die April Ryan, die ich kenne, wäre nie zufrieden gewesen mit... Ich sprach mit dem Guardian. Sie hätte alles getan, um ihr zu helfen. Hör mal, ich bin nicht mehr die April Ryan, die du einmal kanntest. Ich bin es leid, für jedermann verantwortlich zu sein. Ich bin überhaupt so müde geworden. Schade. Denn die Welt da draußen wartet nicht darauf, bis du wieder munter bist. Und wenn du schon nicht gehst, um Zoe zu helfen, dann werde ich es ganz bestimmt tun. Crow, ich... Ach, vergiss es. Es gibt wichtigere Dinge, um die ich mich sorgen muss. Hey, Zoe, warte mal! Warte! Hey! Wow, du bist eine schnelle Läuferin. Lange Beine und miese Laune. Eine tödliche Kombination. Aber warum will April dir nicht helfen? Hey Leute, willkommen im 30. Part von Dreamfall, The Longest Journey. Und wir haben ja diesen Dialog zwischen April und Zoe angehört und die April ist schon irgendwie sehr, ja, ein bisschen, sag ich mal depressiv unterwegs. Und schade, dass die Zoe sie da nicht rausreißen konnte. Und jetzt ist natürlich die Frage, verteidigen wir Aprils Taten oder hinterfragen wir Aprils Taten? Die Zoe ist eine ganz nette und deswegen verteidigen wir die April. Sie hat eine Menge um die Ohren. Sie ist egoistisch. Ja, das ist sie. Beschäftigt zu sein ist keine Entschuldigung. Ich weiß nicht, was mit ihr los ist, aber ich kann nicht sagen, dass mich das noch berührt. Von jetzt an bin ich dein Kumpel. Mein Kumpel? Sieh mal, ich bin nicht der Heldentyp, aber ich bin auch nicht der Sitze-im-warmen-Zimmer-wenn-die-Welt-zur-Hölle-geht-Typ. Wenn Dinge getan werden müssen, helfe ich, sie zu tun. Ich hatte noch nie zuvor einen Kumpel. Ist nicht schwer. Ich sorge für Spott und Kommentare, du tust den Rest. Welchen Rest? Das Reden und Rumrennen und Weltretten und so. Falls ein hilfreicher Tipp oder eine, du weißt schon, ein unpassender Witz gebraucht wird, bumm, bin ich da. Cool. Oh, ich weiß, was das bedeutet. Sag nichts, sag nichts. Das heißt, großartig, stimmt's? Also, wo fangen wir an? Also der Chrome leistet schon ganze Arbeit. Also die langen Beine hat Zoe noch, aber die miese Laune ist weitestgehend verflogen. Vorschlag? Lass mich hören, was Crow im Sinn hat. Jo. Nun ja, was schlägst du denn vor, Crow? Ich schlage vor, wir holen Hilfe. Du bist jung und unerfahren und bist, seien wir ehrlich, so verloren wie ein Baby im Wald. Ohne das sexistisch gemeint zu haben.
Ich andererseits bin weise, was den Lauf der Welt angeht. Allerdings habe ich momentan keine Ahnung, was hier eigentlich los ist. Also brauchen wir Hilfe von jemandem, der sowohl weiser als auch raffinierter ist als wir beide. Bärte sind ein guter Tipp. Bärte? Sie implizieren Alter und Weisheit und außerdem manchmal geringe persönliche Hygiene. Ich glaube, diese Dinge haben eine Verbindung. Hast du denn jemanden im Visier? Da gibt es einen Typ, den April kennt. Er ist zurzeit in der Stadt. Er hat einen Bart und er ist erwachsen. Eine perfekte Kombination. Sein Name ist Brian Westhouse. Okay, Westhouse. Stimmt, den könnten wir mal fragen. Denn der hat ja die April auch auf die Idee mit der weißen Drake Kin gebracht. Ich frage aber erstmal noch nicht nach Westhouse, ich frage mal nach Kumpel. Das ist wahrscheinlich nicht Crows erster Job als Kumpel. Klingt, als hättest du einige Erfahrung darin, Kumpel zu sein. Ich bin Gildenmitglied. Nein, das ist kein Witz. Ich kam direkt nach April in die Gilde der Kumpel und rettete die Welt. Sie verliehen mir einen Orden und so weiter. Kumpel des Monats. Wenn nur meine arme alte Mama das noch mitbekommen hätte, aber sie hat mich leider nur noch als Ei erlebt. Natürlich hat im folgenden Monat wieder dieses ärgerliche Menschenkind mit den haarigen Füßen und dem aufgedunsenen Gesicht den Orden gewonnen. Was hat er geleistet? Jemanden einen Hügel hochgeschleppt? Nicht mal einen Witz hat er erzählt, um die Stimmung zu heben. Keinerlei Sinn für Humor. Das war eine Anspielung auf Samwise Gamgee aus dem Herrn der Ringe. Spazieren gehen. Ich möchte mich hier noch ein bisschen umsehen, bevor wir Westhouse suchen. Westhouse, wir sollten diesen Westhouse auswendig machen. Ich würde eigentlich schon gerne ein bisschen spazieren gehen, vor allem, weil ich mit dem Roper da im Hintergrund reden möchte, aber ich gehe trotzdem mal auf den Westhouse zu. Gut, wo können wir diesen Westhouse finden? Wie es das Glück will... Nein, warte, es ist eher das Schicksal. Wenn ich eins jemals gelernt habe, wenn solche Dinge passieren, ist es fast immer Schicksal. Wie das Schicksal es will, sah ich Westhouse, als ich hierher flog. Ich glaube, er war auf dem Weg zum Südtor. Wenn wir uns beeilen, finden wir ihn vielleicht noch dort. Gehen. Nein, ich bin noch nicht bereit. Doch, gehen wir. Wir sollten nicht noch mehr Zeit Großartig. Vergeuden. Großartig. Lass uns gehen. Ich weiß, wo sich das Südtor befindet. Glaub es oder nicht? Gut, denn ich bin grauenvoll schlecht, was Richtungen angeht. Wo liegt nochmal Norden? So, okay. Das hatte ich gehofft, dass wir selber dahin laufen können, weil dann können wir uns noch ein bisschen beim Roper umsehen. Crow ist Richtung südlicher Markt abgezischt, um Westhouse zu suchen. Ich muss mich dorthin auf den Weg machen, wenn ich sie beide finden will. Okay. Ein blauer Mann. So unheimlich ist das nun auch wieder nicht. Ich habe selber einige blaue Leute kennengelernt. Leute, die den Blues hatten. Sie haben mir später immer abgestritten, aber dennoch. Och, ich werde ganz traurig. Oh, arme April. Arme Zoe. Sie hat etwas Katzenhaftes an sich. Das ist wirklich schön. Ja, das ist wirklich die schön. Die Leute hier versuchen noch immer ein Leben zu führen, wie sie es gewohnt sind. Aber das wird täglich schwieriger für sie. Ich weiß, dass sich einige meiner Leute verkleidet haben, um in der Stadt weiterhin Geschäfte machen zu können. Ich bewundere ihren Mut. Old Town ist zu bevölkert. Für so viele Leute wurde es sicher nicht erbaut. Hey du. Sie sagten, sie bringen uns unsere eigenen Sicherheit wegen ins Ghetto. Besuchen Sie Europas Sicherheit? Zauberladen für die besten Wem gegenüber? Gute Frage. Jeden Tag dringen die Azadi ins Ghetto ein, konfiszieren persönliches Eigentum und Handelsgut. Das ist schlicht und einfach Schikane. Die Zustände im Ghetto sind nicht schlecht, wenn man alles zusammennimmt. Wir haben Nahrung und Wasser. Es gibt Medizin und Kräuter für jeden. Was uns fehlt, ist die Freiheit. Okay, den letzten haben wir schon gehört gehabt, das weiß ich. Oh. Es ist wirklich warm und behaglich. Das muss für die Leute, die hier in solch kaltem Wasser arbeiten, großartig sein. Okay. Das erinnert mich ein bisschen aber jetzt schon an diesen Marktplatz in Casablanca. Mhm. Ich glaube nicht daran, dass man Leute nach ihrem Äußeren beurteilen sollte. Aber dieser Kerl sieht ein wenig böse aus. Aber nur ein wenig, Zoe. Nur mit den feinsten organischen Zutaten hergestellt. Elkwangblasen, Rattenschwänze, dumm.
Dumm. Kaufen Sie hier Ihren Jungfrauenschleim für Ihre hausgemachten Liebestränke, Diätsäfte und Freitodessenzen. Ohoho. Nur mit den feinsten Organen. Okay. Hergestellt. Okay. Rechts geht's, glaube ich, in Richtung Hafen und ich glaube, zum Südtor geht's hier lang. Genau, da kommen wir nämlich hier an diesem Balkon vorbei. Sehr schön. Orientierungssinn funktioniert einigermaßen. Okay. Wohin? So, oh, da drüben. Hier. Hab euch gerade gesehen. Und sie winkt auch schön. Jawohl. Halt, warte mal. Ich mach mal. Es ist wahrscheinlich der Freund Aprils, Brian Westhouse. Gut, dann gehen wir mal hin. Guten Tag, junge Lady. Crow hier sagte mir, du wärst eine Freundin von April Ryan. Ich kenne sie, ja. Ich bin Zoe Castillo. Brian Westhouse. Du und April, ihr hattet ein Problem? Geringfügig. Crow sagte mir, dass du uns vielleicht helfen könntest. Vielleicht. Wobei soll ich denn helfen? Wieder nach Hause zu kommen, denke ich, nach Stark. Das dachte ich mir. Ich fürchte, dabei kann ich nicht helfen, Miss Castillo. Aber ich kenne jemanden, der es vielleicht kann. Und wer? Ihr Name ist Weißer Drache. Und nach allem, was ich weiß, Crow, bist du in der Lage, sie zu finden. Kann ich. Da kann ich helfen. Ja. Drache? Wie diese großen, fliegenden, feuerspeienden Echsen? Eher die dünnen, hübschen, mit den tödlichen Beinchen. Ich glaube nicht, dass sie Feuer speit. Obwohl sie sehr wütend werden kann, wenn du weißt, was ich meine. Hat's jemand verstanden? Hat's jemand mitgekriegt? Ja! Wo ist sie denn, diese Drachenperson? In einer Bibliothek. Dort, wo offenbar alle heißen Chicks hingehen. Sie ist an einem Ort, welcher die Stadt des dunklen Volkes genannt wird. Nur wenige wissen, wie man dorthin gelangt. Sie bewegt sich mit den Strömungen des Meeres. Aber Crow war schon einmal dort. Nicht wahr, Crow? Oh ja, ich war einmal mehrere Monate dort. Erlernte die uralte Kunst, auf meinem Hintern zu hocken. Auf meinen Hinterfedern. Und du könntest dorthin zurückfinden? Intuition. Ich kenne die grundsätzliche Richtung. Erinnere mich an die Winde. Sie rochen wie Zimt und Rosentee, eingebettet in ein duftendes Bouquet frischen Bullenmists. Aber ich könnte es auf einer Karte nicht zeigen, denn Karten sehen für mich aus wie das verrückte Gekritzel eines Affen. Und ich bin auch nicht in der Lage, ein Boot dorthin zu führen. Die Wellen machen mich krank und desorientieren mich. Wir werden kein Boot nehmen. Wir fliegen. Oh, dann warte ich hier, bis euch beiden dereinst Flügel gewachsen sind, okay? Dort, wo wir hingehen, Crow, brauchen wir keine Flügel. Ich sage euch, nichts, was ohne Flügel fliegt, kann man trauen. Es ist gegen die Natur und alles, was heilig ist. Aber hey, keine Federn von meinen Knochen. Wenn es abstürzt, will ich nicht derjenige sein, der Flügel braucht. Dein Freund? Wird er es uns leihen? Er schuldet mir einen Gefallen. Übrigens, NPS, der Nordland-Paketservice, hat gerade seine Luftflotte vergrößert. Dieses Baby war eins der ersten, das sie von den Azadi gepachtet haben, vor 7 Jahren. Aber selbst jetzt ist es noch gut in Schuss. Die neuen sind schneller, größer, besser. Aber für unsere Zwecke ist dieses Schätzchen bestens. Du willst also mitkommen? Ob ich mit dir komme? Das würde ich mir um nichts in der Welt entgehen lassen, Miss Castillo. Auf dieses Abenteuer freue ich mich richtig. Abgesehen davon braucht ihr mich, um das Schiff zu fliegen. Es braucht jemanden, der sich mit ihm auskennt. Ich weiß nicht. Ich traue keinem Vogel ohne Flügel. Ich behalte dich im Auge, Schwester. Eine falsche Bewegung und bäm, dann fühlst du den Zorn meines Schnabels. Im Namen der Göttin und der Sechs, du wirst deine Waffen niederlegen und unseren Befehlen gehorchen. Was? Durchsucht das Gebäude. Lasst niemanden entkommen. Was im Namen der Sechs geht hier vor sich?
Erspare uns deine Schauspielerei, Bürgerin. Wir wissen, dass du Rebellen Unterschlupf bietest. Rebellen? Natürlich nicht. Dies ist ein friedliches und gesetzestreues Haus. Wenn das zutrifft, wirst du eine offizielle Entschuldigung und eine Entschädigung vom Büro der Abgesandten erhalten. Aber ich fürchte, wir können deinen Worten keinen Glauben schenken. Der Keller ist sauber. Sonst ist hier niemand mehr, Apostel. Ich werde mir das obere Stockwerk selbst ansehen. Okay, Leute, wir sind wieder Kian. Meine Männer werden schnell Gerechtigkeit gegen die Terroristen walten lassen, die sich an diesem Ort verstecken. Aha. Es scheint, als hättet ihr ein Rebellennest aufgestöbert, Apostel. Aha. Meine Männer werden schnell Gerechtigkeit... Lasst diese Terroristen für ihre Verbrechen gegen die Göttin bezahlen, Apostel. Die verräterische Gastwirtin dieser Brutstätte von Umstürzlern. Oh, Brutstätte. Es scheint, halt. Falsch, ich wollte ja mit Ben Gibt reden. Gibt es irgendetwas, das du uns sagen willst? Ihr seid es, der hier eingedrungen ist. Okay, sie hat nicht viel zu sagen. Zu ihrer Verteidigung. Ja, hier gibt's aber auch nichts anzuschauen. Er hat ja gesagt, er will den oberen Stock inspizieren. Dann machen wir das jetzt mal. Was war das? Achso, das sind unsere Männer. Na, lasst uns doch nicht. Wow, knapp. Da kommt noch einer. No. Der war gut. Aua, der war aber auch gut. Oh, das wird knapp, Leute. Ah, ich versage. Wow, ich versage voll. Ah, der liegt am Boden im Weg. Ach so. Ah, knapp, aber geschafft. Wie kommt jetzt nicht noch einer? Okay. Was hast du da dazu zu sagen, Ben Reen? Gibt es irgendetwas, das du uns sagen willst? Ihr seid es, der hier eingedrungen ist. Okay, darauf will sie nicht antworten. Auf diese Typen hier. Oh, immer schön wachsam bleiben. Da ist doch, glaube ich, das Bewege dich keine Handbreit, Hexe. Wie ist dein Name? Ich gebe dir eine letzte Chance, deinen Hals zu retten, Hexe. Du wirst mir helfen, jemanden zu finden. Oder du stirbst. Und nicht nur du. Wir werden die Besitzerin dieser Taverne nach Sadir schicken. Sie wird sich wegen Verrats vor Gericht verantworten müssen. Bezüglich deiner Freunde, die gerade eben den Hafen verließen, das Schiff wird zurückgehalten und die Vorräte werden beschlagnahmt. Weißt du, wie die Asadi-Schmuggler bestrafen? Bitte. Ihre Füße und Hände werden mit Metallklötzen beschwert und dann werden sie in den Ozean geworfen. Bitte lasst sie gehen. Sie transportieren nur Medizin und Nahrung. Ich habe keinen Streit mit dir oder einem deiner Landsleute. Ich suche nur eine Person. Denjenigen, den meine Leute Skorpion nennen. Den Skorpion? Was weißt du von ihm? Wenn ich euch über den Skorpion erzähle, werdet ihr uns gehen lassen? Ben Reem, mich und die Fracht? Nein. Aber wenn du mich zum Skorpion führst, dann lasse ich dich und deine Freunde gehen. Dann sollst du dein Essen und deine Medizin haben. Überlasst uns das Boot, Asadi. Bitte. Es gibt keine Waffen an Bord. Es stellt keine Gefahr für eure Leute dar. Das liegt jetzt in deinen Händen. Nun gut. Ich werde euch zum Skorpion bringen. Aber nur, wenn ihr mir euer Wort gebt, dass ihr niemandem sonst schaden werdet. Du hast mein Wort. Mögen mir die Sterne vergeben für das, was ich jetzt tun werde. Thank you.
Na, wie machen wir uns? Alles bestens. Dieses Schiff ist eine echte Schönheit. Sie fliegt eigentlich von selbst. Dann und wann braucht sie einen kleinen Stups, aber sonst? In einem Hühnerstall? Das war nur ein Vergleich. Verstehe. Wann bist du nach Arcadia gekommen? Ach, das war vor langer, langer Zeit. Zu langer Zeit. Ich reiste 33 durch die Zwischenwelt. 1933, so sagt man wohl. Was? Und wie alt bist du genau? Ich bin lange unterwegs, aber ich bin nicht so alt. Nein, ich wurde losgelöst von der Zeit. Und ich war eine Zeit lang zwischen den Welten gefangen. Es ist keine angenehme Erfahrung, das kann man nicht sagen. Aber ich kam da wieder heraus und nahm mein Leben in Makuria selbst in die Hand. Ich gehe niemals wieder zurück nach Stark. Und ich bin glücklich darüber. Ich habe Frieden mit meiner Vergangenheit geschlossen. Arcadia ist jetzt mein Zuhause. Oh Leute, das waren jetzt aber wirklich ein Haufen interessanter Sachen. Wir waren kurz der Kien, jetzt sind wir hier über den Wolken. Und das war sehr schön gemacht, das mit diesem Flugschiff. Reden wir mal über Bryans Herkunft aus Stark. Aus welchem Teil von Stark kommst du? Boston, USA. Damals, als es die USA noch gab. Ach, zur Hölle. Damals, als es Boston noch gab. Es gibt sie noch, alle beide. Wie bist du hier gelandet? Bist du ein Reisender? Nein, mit Sicherheit nicht. Ich meine, wenn ich es wäre, wäre ich wahrscheinlich irgendwann umgekehrt. Nein, ich machte meinen Weg durch die Zwischenwelt auf unkonventionelle Art. Ich bin nicht so, wie du denkst. Irgendwas passierte, das mich von der Zeit loslöste. Es war vielleicht nicht die beste Idee, die ich je hatte. Aber ich bin gesund und meine Knochen sind noch intakt. Ich beklag mich nicht. Oh, von der Zeit losgelöst. Mhm. Arcadia, es sieht so aus, als hätte er viel von Arcadia gesehen. Hast du viel von dieser Welt gesehen? Kann man so sagen. Als Makuria vor 10 Jahren von den Horden der Tyran überfallen wurde, musste ich die Stadt verlassen. Als erstes reiste ich durch die Nordländer zu einem Ort namens Irhad, dem Imperium der Sonne, und dann südwärts über den großen Ozean zu einem Kontinent namens Südland. Und danach? Nun, es ist nicht viel übrig in der Welt, was ich noch nicht gesehen habe. Ich war sogar schon im Azadi-Imperium. Aber ich kann sagen, dass ich die Nordländer und Makuria am meisten mag. Fühlt sich an wie zu Hause. Mhm. Die Tyran. Er könnte mir wahrscheinlich mehr über die Azadi erzählen. Fragen wir ihn mal nach den Tyran. Was sind die Tyran? Sie waren ein barbarisches Volk, das in den Westebenen lebte. Vor 10 Jahren fielen sie in Makuria ein. Waren? Die Azadi töteten sie alle, als sie die Stadt befreiten. Falls es noch welche gibt, sind es nur wenige. Und sie leben ganz verstreut. Die Tyran vereinnahmten die Stadt während einer Zeit großen Aufruhrs. Aber er hielt sie nicht lange. Die Azadi kamen bald darauf mit ihren Schiffen und vernichteten sie. Es ist beinahe furchterregend, wie schnell die Tyran ausgelöscht wurden. Die Azadi zeigten keine Gnade. Die Azadi. Jo, reden wir mal über die. Wo kamen die Azadi her? Aus dem fernen Westen, etwa 10 Tage mit dem Schiff. In ihren Luftschiffen jedoch, oder Wolkenschiffen, braucht man nur wenige Tage über den Ozean. Du hast ihren Kontinent besucht? Ich bin durchgereist, sozusagen. Die Hauptstadt Sadia ist wirklich beeindruckend. Sie wurde über ein großes Flussdelta gebaut, wo sich 6 Flüsse treffen. Ein geheiligter Ort. Sie ließen dich frei durch ihre Stadt wandern? Ich war als Reisender in ihrem Land unterwegs. Es ist für Fremde nicht unbetretbar. Solange man sich an die Sitten der Azadi hält, gewähren sie einem Zutritt. Ihre Kultur unterscheidet sich sehr von dem, was wir gewohnt sind. Aber es sind interessante Leute. Ich fand meinen Besuch sehr lehrreich. Was sie allerdings in Makuria tun, das ist ziemlich kontrovers. Einerseits brachten sie Frieden und Freiheit. Andererseits aber, sie haben alle Magischen zusammengetrieben, in ein Ghetto gesteckt und Gott weiß, was mit ihnen gemacht. Wann werden wir die Stadt des dunklen Volkes erreichen? Nach dem, was unser gefiederter Freund sagt, werden wir ungefähr noch einen Tag brauchen. Bist du in Ordnung? Ja, ich fühle mich nur ein bisschen ruhelos. Nun, es gibt hier nicht viel zu tun. Du kannst ein bisschen in die Kabine gehen, mit der Krähe reden oder du legst dich ein wenig schlafen. Es steht ein Bett dort drin. Danke, vielleicht tue ich das. Jo Leute, und wir werden beides tun, mit der Krähe reden und
vielleicht uns auch dann hinlegen. Und zwar am Anfang vom nächsten Part von Dreamfall, The Longest Journey. Und das ist toll, was sich hier alles so in dieser Story entwickelt. Ich bin total begeistert und bin gespannt, was wir erleben werden, wenn wir die Stadt des dunklen Volkes erreichen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.